Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier. Und zwar wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten. Ist ja heute soweit. Ich nehme bereits quasi schon für morgen auf, weil ich das sonst heute nicht mehr schaffen würde. Und zwar habe ich mir gedacht, so Granbull, Piondragi und Nachtara, das könnte ein gutes Team sein in der normalen Hyperliga. Und bei Nachtara habe ich die Psychokinese jetzt verlernt, weil ich finde ganz ehrlich doch zu Flucht besser für Nachtara. Weil ganz einfach kann man halt gegen Grifeldes auch treffen. Weil sonst hast du nichts auch gegen Nachtara. Mit Psychokinese und Schmarotzer oder Fensteraura hast du nichts gegen das andere Nachtara. Und bist somit im Nachteil. So, Kampf beginnt gegen Luis Mini 40. So, Granbull. Ja. Und ich bin ins falsche Mon gegangen. Ich wollte eigentlich nach Tara gehen. Weil nach Tara ein Sturzflug auf jeden Fall überlebt. Ah, Mist. Jetzt muss ich hier dann gleich schilden. Jetzt muss ich hier gleich schilden. Ah, ich wollte eigentlich nach Tara gehen, ich Dussel. Gehst du gleich auf Sturzflug? Nein. Hallo? Ach, ich liebe dieses Server, ne? Ja, und deswegen konnte der Gegner einfach mal R einsetzen. Die Server sind gerade wieder on point, scheinbar. Und der Gegner hat wahrscheinlich unendlich Energie. Aber sowas von unendlich Energie hat der Gegner wahrscheinlich jetzt. Ja, den Kampf verliere ich jetzt. Ah, er setzt aber ein, das ist schon mal gut. Ja, es war auch alles komplett anders geplant, ne? Ja, und jetzt kommt der Sturzflug. Der tut richtig weh. Nitroladung, warum geht man dann da auf Nitroladung? Also zwei jetzt ein. Ja. Ah, er wird noch mehr Pokémon haben, wahrscheinlich. Dann kann ich hier rein. Piondragi, ja. Eine Matschbombe holt mich. Nimmt mich wahrscheinlich raus, ne? Ja gut, dann ist das definitiv verloren. Dann habe ich das definitiv hier verloren. Aber der Gegner hat ja auch Millionen an Einäscher noch durchgekriegt, ne? In der Zeit. Na, die Server waren gerade wieder on point. Man hatte keinen Überblick gehabt. So, setz mal ein. Ansonsten hätte das irgendwie vielleicht sogar noch was werden können. Mit meinem Nachtara gegen Fiaro? Ja. Ja, war schwierig, war schwierig. Führung direkt verloren. Danke, Fiaro. Mal sehen, was wir jetzt für eine Führung kriegen. Ich aus das Witz, aber das ist finally in Ordnung, glaube ich. So, ich muss mir die erste lasse ich durch. Eigentlich muss ich hier alles schilden, ne? Dämlicher Eissturm, ich gehe auf Nachtara. Ah, ja.
Leider hat er einen Togge zu dem Kiss hinten. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Okay, er schildert gleich, warum auch immer. Ist gut, dass er schildert. Meine Zuflucht kriege ich noch hin. Ja, macht keinen schlechten Schaden. Vielleicht kriege ich noch eine. Nein, kriege ich nicht hin. Schade. So. Hol aus. Danke. Ja, ich schilde das. Ich schilde das hier. War klar, dass er nur auf Antikkraft geht. Ich gehe jetzt auf den Knirscher. Der nimmt dich wahrscheinlich wenigstens raus. Hoffe ich. Nein. Geh mal hier rüber. Ach nee, ich schilde hier keinen Eissturm. Ich schilde keinen Eissturm. Austoss, ganz wilde Nummer. Und hast du noch eine Fee hinten? Okay, überlebt da. Und die Server machen gerade wieder wilde Sachen. Aber wenigstens kamen meine Attacken auch an. Barrikadax. Ja, er wird mich runterfarmen, ne? Er wird mich eiskalt wahrscheinlich runterfahren. Das wird er jetzt schön. Ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Und ich hole leider nicht. Ja, okay, ich hole da auch nicht aus, ne? War wahrscheinlich. Ach, Mist. Das hätte ich nicht gewinnen können. Das hätte ich echt gewinnen können. Oh, hätte ja kein Toggle-Kiss gehabt, ne? Ah, ich glaube, Grambul ist auch nicht die richtige Fee für die Aufgabe. Ich glaube, ich nehme im nächsten Set eine andere Fee, die ein bisschen mehr aushält. Ich glaube, Grambul hält da zu wenig aus. Gegen Jinnen kämpfen wir jetzt. Arktos. Arktos auch richtig nervig, wegen Eissturm und so. Ja, Eissturm werde ich aber nicht schön. So, dann locken wir mal gleich die Fee raus. Okay, er hat noch ein Eis-Pokémon. Kann ich hier immer auf Schmarotzer gehen? Und Fia, das ist mein Fiaro in dem Team wäre nicht schlecht wahrscheinlich, wa? Und der Gegner wird 100 Pro auf Schädelwurme gehen. Das ist mir aber eigentlich egal. Ja, die überlebe ich auf jeden Fall. Nachtara ist tanky. Ja, das macht nicht viel. So. Nächster Schmarotzer. Nächster Schmarotzer. Arktos ist richtig nervig. Und so, ich habe ausgeholt. Und der geht auch noch auf Pferdewurme. Okay. Und gehen wir hier rein. Komm bitte mit Arktos. Gut, dann setzen wir hier Knirscher ein. Du wirst Arktos 100 pro Schilden. Oh,
Gleichstand, perfekt, perfekt. Dann werde ich hier nicht schilden. Dann ist das gut. Dann lassen wir das durch. Wenn du direkt auf Eisturm gehst, ist das perfekt. So, ich habe ein bisschen Energie noch da. Knirscher kommt, schüttest das auch? Ja, du schüttest das auch. Dann werde ich die Attacke jetzt hier auch schön. Eissturm kommt, okay. Dann setze ich hier trotzdem ein. Weil Arktos muss weg. So, was hast du jetzt hinten noch? Giratina, das ist gut. Leider das Dicke. Und mein Knirscher wird jetzt nicht mehr so viel machen, ne? So, eine. So, ich muss hier sowieso schilden. Oh, ich denke, das wird nicht knapp reichen, ne? Ich glaube, ich verliere das noch, oder? So. Jetzt ist es quasi plus minus null. Wenn ich die überlebe. Ich weiß gar nicht, wie viel die Drachenklau von dem Fettsack hier macht. Ja. Oh, ich mit Giftstachel noch runtergefarmt. Okay, sehr gut. Ja, trotz fieser, mieser Arktos-Führung. So. Next fight. So. Okay, das ist eine gute Führung mal zur Abwechslung mal für mich. Ah, vielleicht hätte ich da auch in Nachtara gehen sollen. Eissturm schädigt ich nicht. Ja, Nachtara wäre da wahrscheinlich besser gewesen. Weil Nachtara einfach viel, viel, viel mehr aushält. Du schildest, okay. Ich werde auch diesen Dings nicht schilden. Und erst danach den Eissturm werde ich schilden. So. Knirscher kommt. Knirscher kommt. Er zieht. Und der nimmt dich trotzdem raus, ne? Ja, dein Geist ist weg. Ja, ich muss dich runterfarmen lassen, leider. Ist in Ordnung. Dann gehen wir hier rein. Perfekt. Dann haben wir ja, habe ich ja dein Konterteam. Einfach nur Schilde für Grambol aufheben. Extra Energie hier farmen. Dann ist das ja eigentlich perfekt. Genau, Schmarotzer kommt. Und du schildest ja, das ist fein in Ordnung. Bei den Schmarotzer lasse ich noch raus. Und konnte runterfahren, perfekt. Was willst du machen? Hier setze ich noch die Zufluchtlucht ein. Ich werde sowieso jetzt alles mit Granbusch schälen, falls du die Matschbombe hast.
Und du hast sehr, sehr viel Energie, deswegen schädige ich hier alles. Ah ne, Mülltreffer hat Barrikade, stimmt ja. Ja, okay, wenn du hintereinander hast, dann hast du keine Matschbombe. Mülltreffer. Ah, drückt auch schon. Tut auch schon weh. Dann drückt man zum Schluss nochmal den Nahkampf. So. Ja. Da hatte ich aber auch das Hard-Konter-Team gegen den Gegner, ne? Muss ich auch dazu sagen. Z kann auch positiv werden. Dafür, dass ich die ersten zwei Kämpfe gut verloren habe. Ja. Könnte doch klappen. So, Kresse. Kresse, Kresse, Kresse. Ja, nimm mal erstmal die Attacke. Er ist eh nur Strauchler, okay. Vielleicht ziehe ich jetzt ein Schild. Das wäre korrekt. Aber ich gehe auch nach dem nächsten Charme rüber, glaube ich, oder? Ja. Und rüber. Okay, Reggie Steel ist mies. Ah, da hebe ich mir auch die Schilde noch auf. Weil Fokusstoß hält nach Tara eigentlich auch recht in Ordnung stand, denke ich mal. Nach Tara tankt. Ich krieg die Attacke noch zwischen. Also das kriege ich Stil muss ich auch auf jeden Fall wegkriegen. Ja, das geht. Die Lichtkanone müsste ich noch aushalten, oder? Die dürfte mich doch nicht rausnehmen, oder? Nach Tara hält aus. Ja, war ich ja. Nachtara ist ein Biest, ein Tankbiest. Aber leider teilt es auch wenig Schaden aus, ne? Okay. Willst du jetzt runterfahren, den Fahrdau? Nein. Okay. Hättest du auch einsetzen können, ne? Ah, ich muss rüber. Ah, Sumpex. Ich hab ausgeholt. Ah, ich hasse Sumpex. Ah, warum ist ein Sumpex hinten noch? Muss das Sumpex so weit runterkriegen, wie es geht. Und am besten hier ein Schild ziehen. Hoffentlich legst du alles auf Grisea. Nein, du schildest. So, wie viel macht die Mondgewalt? Okay, du gehst auf Strauchler, perfekt. Brauche zwei Knirscher. Ich brauche zwei Knirscher. Okay. Ja, Mundgewalt tut weh. So, jetzt setzt du mal ein. Wir nehmen dich jetzt raus. Ah, du musst auch gegen Pio und Draghi dann einsetzen, ne?
Okay, kannst du nicht. Perfekt. Ich dachte, ich verliere das noch wegen so einem Pex, aber. Ja, Pion Draghi mit Energie ist ein Biest. Bam. Ab dafür. Sehr schön. Ja, da wäre ich vom Gegner wahrscheinlich zweimal Mundgeweit schlauer gewesen. Okay, schon mal ein positives Set zu Weihnachten, ne? Und ein Quabbel. Fangen wir das Quabbel gleich mal. So, ich nehme auch jetzt nur noch das nächste Set auch noch mit auf. Ja, und die restlichen drei spiele ich wahrscheinlich heute Abend. Oh, wir gehen ein paar Punkte hoch. Ärgerlich, weil ich eigentlich schon so gut hoch oben war. So. Ich glaube, ich behalte Granbull doch vorne. Ich überlege gerade, ich könnte noch Filinara. Ah, ich behalte Granbull erstmal. Die letzten zwei Matches hat Granbull eigentlich gute Arbeit geleistet. Ich glaube, man muss gucken, wie man das am besten einsetzt. Ich glaube, das erste Match hätte ich vielleicht noch holen können, wenn ich nach Tara statt Pion Draghi nach vorne. So. Ja, das ist in Ordnung. Wir wissen beide, dass du eh auf Mythologen-Spam gehst. Ah, das Vieh ist nervig. Gehen wir jetzt mal rüber. Ja, lassen die Attacke durch. Weil hier kann ich nicht in Natara gehen. Und Granbull, ja, er hat die Energie wenigstens aufgehoben. Oh. Oh. Ja, er setzt ein, das ist aber, glaube ich, in Ordnung. Ich überlebe das sogar noch. Ah, oh, vielleicht ziehe ich ein Schild, das wäre krass. Nein. Aber du darfst auch keine Attacke mehr schaffen, ne? Ja. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Kommst du wieder mit Dings rein? Oh, bitte nicht, Ulnona Doppelkampf. Nein, du hast das Viech. Was aber auch nicht schön ist. Aber dadurch, dass ich hier ein Schild ziehe, könnte das in Ordnung sein. Aquahaubitze brauche ich nicht schilden. Aquahaubitze brauche ich eigentlich nicht schilden. Genau. Ja, ich werde hier nämlich schilden müssen. Genau, jetzt schilde ich. Es kann immer ein Zauberschein kommen, ne? Es kommt aber nur ein Meteorologe, das ist auch fein. So, wirst du das jetzt schilden? Nein, dann ist gut. Ich überlege gerade, am besten ich fange ab, ne? So. Ach, Mist. Ja, das war doof. Ich dachte, du setzt ein. Ja, ich muss eh schön. Ich muss eh irgendwann schön, von daher. Schade. Und du kriegst noch den Extra-Move. Das ist auch doof. Oh, ein Poyon ist noch schwierig. Hätte ich die Aquahaubitze abgefangen, dann hätte ich das holen können. Aber ja. Jetzt kommst du mit der Aquahaubitze, die erledige ich mich fast schon. Vielleicht nimmt die mich auch schon raus. Aber es wurde doch knapper noch. Ja, die nimmt mich. Ja. Schade.
Hätte der Gegner jetzt gepennt und dachte, ich wäre besiegt, dann hätte ich das sogar noch geschafft. Ich war ein Vorschmarotzer. Ich hätte wirklich nur die Aquahaubitze abfangen müssen. Schade. Schade, schade, schade. Knapp. Na, nach Tara macht halt keinen Schaden, ne? So, Führung ist für mich spitze. Für dich ist die katastrophal. Dann gehen wir hier rein diesmal. Dann heben wir uns Pion 3 auf. Weil hier kann ich Mundgewalt eigentlich ziemlich gut tanken. Ja. Du kannst zwar hier Schmarotzer und so auch gut tanken. Ah, ich krieg auch gut Attacken zwischen, ne? Ja, nach Tara hält einfach zwei heftige Mundgewalten auf. Das ist schon krass. So, ich habe eh zwei Schmarotzer, ne? Genau. Und ich setze die auch gleich ein. Mal sehen, ob du schildest. Nein, tust du nicht. Perfekt. Ja, nach Tara gegen nach Tara. Ist in Ordnung. Ich werde nicht rauswechseln. So kriege ich aber noch ein bisschen Chip-Damage auf dich drauf. Mit der Zuflucht. Runterfarmen kannst du mich niemals. Und das heißt, du musst einsetzen. Ja, ich werde hier nicht chillen. Oh ja, leider war das gut zum Runterfahren. Ja, du wirst nicht Zuflucht Psychokinese haben, deswegen lasse ich Zuflucht einfach durch. Auch wenn die wehtut. Och nee. Das hässliche Vieh hinten. Ich überlege gerade, erste durchlassen, ja, ne? Muss ich ja. Oh, Fiaro hinten ist echt nervig. Hätte nicht irgendwas hinten, anderes hinten sein können. So, du hast Verteidigungsdrop gekriegt. Lässt du die jetzt durch? Ich glaube nicht, ne? Nein, war klar. Dann hätte ich doch einfach schilden sollen. Und ich hätte eigentlich ausholen müssen. Danke. Ja, das ist verloren, Leute. Das ist einfach finally verloren. Ja, ich kann nur runterfahren. Kann hier nur hier zusätzlich Damage machen, aber die Zuflucht wird mich killen, ne? Wenn die Zuflucht mich nicht killen sollte, dann könnte es vielleicht gerade so. Nein, er kann mich runterfahren. Er kann mich natürlich genau richtig runterfahren. Ah ja, mit einer anderen Fee wäre es besser gewesen. Zwei Niederlagen wieder. Ich hätte vielleicht doch die Fee wechseln sollen. Ah, ich glaube, ich habe keine Zuflucht auf Psychoschock auf meine Fee. Okay, das ist in Ordnung. Das ist. Ach.
Immer hier rein. Und schön nichts. Und der Gegner holt sich Ultra-Energie. Aber vielleicht kriegen wir hier ein Schild. Ja. Ich werde nicht schilden. Du gehst wahrscheinlich eh nur auf Aquahaubitzen. Ja. Ich hab ausgeholt. Also Giratina kann gegen alle drei meiner Pokémon nichts machen. Ja, das war auch durch. Vielleicht lebe ich das noch gerade so, nein. Aber dann baller ich hier gleich ein Schild rein. Genau, und fahre mal runter. Weil mit meinen ganzen Pokémon komme ich gut gegen Giratina hier an. Genau. Womit kommst du rein? Xerox. Okay, das ist in Ordnung. Gehe ich direkt auf den Nahkampf. Und wechsle den Pion Draghi. Was willst du denn machen? Falls es Eisenschädel ist, will ich das doch schön, ne? Okay, Kreuzschere hätte ich nicht schön müssen. Dann hast du Nachthieb Kreuzschere, ne? Giratina, das ist auch in Ordnung. Dann hast du gegen Granbull auch nur die Patronen hier, ne? Wahrscheinlich. Ja, Drachenklaue tut weh. So. Ah, das ist schwierig. Und ich konnte ihn nicht abfangen. Ich konnte einfach nicht abfangen. Super. Aber ich überlebe die. Perfekt. Ja, perfekt ist, dass die Attacke, nicht perfekt ist, dass die Attacke hier ankommt. Und wenn du Grambo jetzt runterfahrst, gewinnst du das. Okay. Wir hatten beide Server-Schwierigkeiten, okay. Ja, und ich sehe gerade, Filinara hätte ich sogar mit der Zufluchtattacke. Also, ne, ja, Zuflucht, ne? Ja, da muss ich die Attacke auch noch ändern. Ja, das Filinara hatte ich natürlich vor der vor dem Evoluzide. Weil ja auch keiner irgendwie gerechnet hat, dass nochmal ein Evoluzide kommt und alle Evoli-Entwicklungen nochmal andere Attacke kriegen. Naja, so ist das. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal ein positives Set. Hauptsache mehr Nachtara und Giratina-Führung. Das wäre echt nice. Oder Barrikadax wäre auch gute Führung. Ja, ich habe das Giratina beschworen. Und hier kann ich hier rein. Sehr schön, ich habe die Attacke zwischengekriegt. Und ich kann hier zwei Aquahaubitzen tanken. Also Giratina hat gegen das gesamte Team nichts zu lachen. Dann schmarotzen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Dann machen wir den nächsten.
Natara ist eigentlich so mein drittes, viertes, fünftes Schild, kann man sagen. So. Ich mach die. Oh, ich dachte, ich kann runterfahren, ne? Ja, das ist doof. Dann gehe ich gleich rein. Und der kriegt die Attacke noch raus. Ich könnte kotzen. Ja, dann schädige ich hier lieber die Aqua, bitte. Oh, ich hätte mit Nachtara einsetzen sollen. So, der Gegner kann mit. Okay, er geht mit Giratina. Achso, weil Feuerodem ist, okay. Slimeok, ja, Giftattacke. Ah, das ist doof. Ah, er muss das hier schon schilden, ne? Ja, er schildet einfach den potenziellen Nahkampf nicht. Also, du gehst eh auf Säurespeuer. Ja. Noch ein Säurespeuer? Ja. Super. Ach, Mann. Das hier kann ich nicht mehr gewinnen. Weil die Feuerodem werden gleich so krass Schaden machen. So, ich bräuchte jetzt jedes Mal eine Verteidigungslenkung bei dem Giratina. Ah, warum ist das mit Feuerodem? Er gewinnt das einfach, weil er einfach mit Säurespeier angekommen ist. Und das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Oh, hätte ich noch rauswechseln können, ne? Ja, ich schwöre auch. Ich will nicht mit einem Schild drauf gehen. Jetzt hat er aber wahrscheinlich eh zwei Drachenklauen, ne? Ja. Ah, dieses Slimeok, ne? Natürlich hat er Slimeok rein zufällig hinten mit der Giftattacke. Ah ja, ist halt so, ne? Da hätte ich in Pion 3 wahrscheinlich bleiben sollen. So, Garados. Bitte mit Feuerodem, das wäre echt nice. Ja. Nassschweif kann ich ab. Wir bleiben erstmal hier drin. So, den muss ich jetzt leider schilden. Aber wir bekommen das nervige Garados weg. Oh, na Kampf. Jetzt kriegen wir wenigstens Schild zurück. So, jetzt gehen wir hier. Also Empoleon jetzt ganz schön viel. Vielleicht hätte ich auf Knirscher gehen sollen. Vielleicht wäre Knirscher da die bessere Alternative gewesen. So, die nächste Aquarobitze wissen wir auch, muss ich auch noch nicht schön. So, der Schmarotzer kommt auch. Du schildest nicht, ich werde auch nicht schön. Ich werde auch nicht schön.
Perfekt. Und Sumpex sind wieder. Och, nee, ne? Okay, er setzt wenigstens hier ein. Das ist vollkommen okay. Gehe ich hier auf nach Tara. Ich hoffe, dass sich er. Ach, er macht's schlau. Er macht's echt schlau. Ja, das werde ich definitiv verlieren. Ja, er macht's richtig schlau. Ja, ich kann nur hoffen, dass er auf Aquahubitze jetzt geht. Aber auch das. Er hat einen zu großen Energievorteil. Ladeattacken, Leichtstände gewinnt er auch. Als ob er es wüsste, dass ich hinten Pion Draghi habe, ne? Als ob er es wüsste. Ja gut, da hätte ich mir das Granbull noch aufheben sollen. Ja, keine Chance, keine Chance. Als ob er wusste, ja, der hat einen Piontra hier hinten. Ich brauche meinen Sumpex unbedingt. Ja, okay, ne? Sein Garados hatte richtig wenig Leben, aber trotzdem. Hat der Gegner gut gespielt? Ja, irgendwie läuft es im Moment nicht. Es läuft absolut gar nicht im Moment. Ich freue mich auf der Meisterliga, da bin ich am besten. Aber für die Folge soll das jetzt auch gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.